Pokémon Super Mystery Dungeon, na endlich geht es los und mit einer epischen Einspielmusik fängt das Spiel auch gleich sofort an. Oh, da habe ich ja richtig Lust, das zu spielen, nach der Flaute von Final Fantasy Explorers, was wir ja nur auch im Let's Play gesehen haben und dann doch eher enttäuschend war, gerade was die Story auch angeht, erhoffe ich mir ganz klar hier eine viel, viel bessere Geschichtenerzählung, denn so kenne ich einfach auch die Mystery-Teile. Ich weiß nicht, was ihr schon alles gespielt habt. Ich hatte die letzten Teile alle durchgespielt und, naja, süchtig wie ich bin, habe ich es dann auch so gemacht, dass ich alle Pokémon gefangen habe. Zumindest geht es ja bei den Mystery Dungeon Teilen. In den normalen Teilen ist es ja gar nicht so einfach. Da brauchst du ja immer einen Tauschpartner, um an alle Pokémon zu kommen. Aber hier kann man alle auf einmal sammeln und die sollen ja 720 Stück dann hier auch zur Verfügung gestellt haben. Oh, da bin ich gespannt. Ja, ich hoffe, euch hat auch das Intro soweit gefallen. Also ich stehe total auf Intros, deswegen gebe ich mir da auch ein bisschen mehr Mühe. Und ja, es müsste passen. Ich spiele auf jeden Fall los. Und vielleicht haben wir ja sogar hier auch die Möglichkeit. Auslos, endlich. Was ich noch sagen wollte, nicht ein Pokémon zu wählen, sondern vielleicht dann durch Fragen eins zu bekommen. Aber ich denke, hier in diesem Teil ist das dann auch wieder so. Mal schauen. Endlich habe ich dich gefunden. Ich bin hier, um dich abzuholen. Ich brauche nämlich deine Hilfe. Ja, wir sollen den Touchscreen berühren und vorerst nicht loslassen. Machen wir natürlich auch. Ich spüre die Energie, nur noch ein bisschen mehr. Es geht los, auf in die Welt der Pokémon. Mal wieder. Du hast den Pfad des Lichts erreicht, der unsere zwei Welten verbindet. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Bitte beantworte sie möglichst aufrichtig. Nur wenn du ehrlich bist, schaffen wir es, das Pokémon in dir zu wecken. Oh ja, wir werden ein Pokémon. Und müssen nichts weiter tun, als Fragen zu beantworten. Der erste Schultag ist schon ein bisschen her. So viele neue Gesichter. Was tust du, um neue Freundschaften zu knüpfen? Tja, also entweder stelle ich mich sofort allen vor, oder ich warte, bis mich jemand anspricht. Tja, das ist eine gute Frage. Vor allem der erste Schultag. Man darf ja nicht vergessen, also als Kind, ich kann mich sowieso nicht daran erinnern, habe ich mich da allen vorgestellt? Ich meine, als Kind macht man sich ja über sowas gar keine Gedanken. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat man die totale Scheu und verkriecht sich, oder ist halt ein aufgewecktes Kerlchen. Ja, wie war ich denn da? Also ich habe mich auf keinen Fall allen vorgestellt. Das kann ich schon mal sagen. Also so aufdringlich bin ich nicht. Wenn, dann würde ich eher das hier machen. Erst abwarten. Ja, das andere macht ja auch keinen Sinn, also. Ja. Oh nein, dein Geldbeutel ist weg. Wie reagierst du? Geldbeutel? Was denn für ein Geldbeutel? Ich habe meine Kohle immer in der Tasche. Den kann ich gar nicht verlieren. Ruhe bewahren. Wo hatte ich ihn zuletzt? Panik? Wo steckt das Ding nur? Das ist auch eine gute Frage. Als allererstes würde ich natürlich Ruhe bewahren und gucken, wo ich es zuletzt hatte. Wenn ich es dann dort aber nicht finde, dann gerate ich in Panik und würde sagen, Mensch, wo steckt denn das Ding nur? Ja, also der logische Ablauf ist ganz klar erstmal Ruhe bewahren, weil gleich Panik schieben macht ja auch, ja, es macht ja mal gar keinen Sinn. Weil meistens hat man es ja wirklich irgendwo hingelegt und da bin ich dann eher die Ruhe selbst. Und wie gesagt, ich habe ja auch keinen Geldbeutel. Also behalte ich die Ruhe. Die Bäckerei um die Ecke hat eine neue Sorte Gebäck ins Sortiment aufgenommen. Oh, sofort ausprobieren, auf alle Fälle. Was, echt sofort her damit? Ja, das andere lese ich gar nicht durch. Ja, da gibt es ja gar keine Frage. Da wird sofort ausgetestet, ist ja ganz klar. Also ich stehe total auf Süßkram. Auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe, aber das muss ich haben. Vor dir erhebt sich ein hoher Berg. Bis zum Gipfel ist es ein zweistündiger Fußmarsch. Auf geht's, ohne Schweiß kein Preis. Und dann wieder zurück, nicht mit mir. Das erste auf alle Fälle, ich gehe ja selber gerne wandern. Zwar nicht so häufig, aber ich würde mich niemals beschweren. Gerade vor so einer körperlichen Ertüchtigung, da gibt es glaube ich schlimmere Sachen als eine Wanderung. Und zwei Stunden ist auch nicht viel. Wenn ich überlege, so eine Stunde Ausdauer, kriegt man ja auch gebacken. Ich weiß noch nicht, wie das bei euch ist. Ja, kriegt man hin, macht auch Spaß. Endlich, das Abendessen ist fertig. Du hast mächtig Kohldampf, was tust du? Ich warte ab, bis alle am Tisch sind. Oder ich gönne mir heimlich einen Bissen.
Erinner mal ganz ehrlich, wenn da keiner in der Küche ist, wer gönnt sich dann bitte dann nicht ein Bissen, wenn es denn wirklich lecker ist und man dazu auch noch Kohldampf hat? Also wenn ich Kohldampf habe, dann nasche ich auch wenn da, das muss noch nicht mal heimlich sein. Direkt vor den Augen der anderen heißt es hier, guck mal, Mampf, Mampf, Mampf und schon ist das Essen auch weg. Ganz klar gönne ich mir hier ein Bissen. Du begegnest einem mächtigen Magier. Er bittet dir an, deine Gestalt zu ändern. Na, dann will ich natürlich ein Pokémon werden, ist ja ganz klar. In was soll er dich verwandeln? Nein, ein Pokémon. In ein junges Tier. Ich will geliebt werden. Aha, das heißt, nur junge Tiere werden geliebt. Das ist ja auch nicht schlecht. Sobald die älter geworden sind, werden sie abgeschoben. Ja, wie bei Katzen. Katzenbabys sind ja immer ganz süß. Aber sobald die dann auch älter als 1-2 Jahre sind, oh, was ist denn das für ein alter Kater? Hier, weg damit. Wir brauchen eine neue Katze. Ja, ne, junges Tier auf keinen Fall. Ein Reptil? Ich will Eindruck schinden. Na, ja, schinden Reptile Eindruck? Also so ein Kroko oder eine Schildkröte? Ich weiß nicht. Eher nicht in einen Vogel. Freiheit bedeutet mir alles. In ein wildes Tier? Ich liebe die Natur. Boah, das ist gar nicht so einfach. Naja, ich meine, wenn das jetzt Einfluss hat auf die Wahl des Pokémon... Ich würde am liebsten ja Vogel nehmen. Tja, dann sind wir wahrscheinlich dann mit größerer Wahrscheinlichkeit Flemly, oder? Was gibt es noch so für einen Vogel als Starter-Pokémon? Ja, keine Ahnung. Aber Reptil auf keinen Fall. Junges Tier? Na, das auch nicht. Also von all den Sachen, da möchte man doch, also ich zumindest, eher ein Vogel sein. Stellt euch mal vor, das ist ja das, was der Mensch nicht kann, fliegen. Was gibt's denn Besseres als zu fliegen? Und junges Tier sowieso nicht, da bist du erstmal eh die Beute von allen anderen Raubtieren. Als Reptil immer nur kämpfen, habe ich auch keinen Bock. Da bin ich auch kein Freund von. Ach ja, komm hier, Vogel. Geschafft, endlich Ferien. Welche Musik versetzt dich in Ferienlaune? Naja. Die Pokémon-Startmusik natürlich, die versetzt mich in Ferienlaune. Tragische Tango, vor allem tragische. Vor allem, welche Musik versetzt dich in Ferienlaune? Wer hört sich denn da bitte tragische Tangotöne an, um gute Laune zu bekommen? Ein Solo, ich bin Einzelgänger. Oldies, um der alten Zeiten willen, fetzige Rockmusik. Ah, das ist auch schon wieder nichts von allem. Ja, als Discogänger höre ich da natürlich auch ein bisschen mehr, ja, so schön Haus. Bisschen Rock und Pop, wie sich das gehört. Aber von, also das erste auf gar keinen Fall. Solo würde ich auch niemals hören. Na, kommt drauf an. So ein Gitarrensolo vielleicht. Oldies sind auch schön, aber versetzt mich das in Ferienlaune? Da wäre ich ja eher nostalgisch, wenn ich alte Oldies, alte Kamellen mir anhöre. Dann doch lieber eher fetzige Rockmusik. Obwohl jetzt Rock auch nicht so mein Ding ist. Aber wenn ich jetzt hier auswählen muss, naja, dann nehme ich natürlich... Vor allem ist ja voll die Beeinflussung. Hier allein schon die Wörter tragisch und fetzig. Die suggerieren dem Spieler doch schon hier, wenn du tragisch, tragisch kannst du gar nicht nehmen, weil Ferien und tragisch passt irgendwie nicht zusammen, oder? Naja, egal. Welche Eigenschaft gefällt dir an einem Freund besser? Cool oder niedlich? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also niedlich, ich sag mal, wenn man vielleicht einen Partner hat, dann möchte man doch, dass der niedlich ist, oder? Also als Mann... Ja, nimmt man sich hier auf jeden Fall die niedliche Eigenschaft. Aber hier geht es ja um einen Freund und einen Kumpel, um einen Kumpanen. Muss der niedlich sein? Auf keinen Fall. Der muss doch nicht niedlich sein. Der muss einfach auf meiner Wellenlänge sein. Und da ist es doch völlig wurscht, ob der niedlich ist. Genauso verhält es sich mit cool. Was habe ich denn davon, wenn du einen coolen Freund hast? Da hast du nichts davon. Das ist ja cool. Ja, klasse. Okay, gehen wir mal davon aus, dein Freund ist genauso wie du. Man versteht sich und jetzt hat er halt noch eine zusätzliche Eigenschaft, die er halt benutzen darf. Wären wir dann froher, wenn wir einen coolen Typen um uns rum hätten oder einen niedlichen? Ja, kommt drauf an. Bei einem Typen cool, bei einer Frau niedlich. Na, das ist ja halt schwer, weil stellt euch vor, ihr habt eine Freundin als Freund, als Kumpel. Will man, dass die cool ist? Man will doch keine coole Freundin haben. Aber cool ist ja auch wieder so eine Definitionsfrage. Ah, ist das schwierig. Das ist ja bisher jetzt die schwierigste Frage. Na, dann eher... Na, ich weiß nicht. Dann nehme ich niedlich.
Aber mit cool kann ich da nichts anfangen. Dann lieber niedlich und der Rest ist dann so wie ich. Du scheust keine Herausforderung und behältst stets einen kühlen Kopf. Das erste stimmt, das zweite eher unwahrscheinlich. Du hast echt was auf dem Kasten und deine schnelle Auffassungsgabe beeindruckt alle. Ja, na, wenn du das sagst. Mit deinem ausgeglichenen und zuverlässigen Wesen erinnerst du unweigerlich an... Flemli. Ich sag's dir, wir sind Flemli, weil wir eine Vorrede gewählt haben. Aber wen würde ich denn jetzt überhaupt wünschen? Oh! Ja, ich sag euch was. Das hat nichts mit den Fragen zu tun. Also das, was wir beantwortet haben, das war doch bestimmt hier, den größten Einfluss hatte doch die eine Tierfrage, hundertprozentig. Wie viel gibt's da? Also Flemli nehme ich auf jeden Fall, na, ist doch Logo. Weil der ist doch ganz cool. Flemli. Och, süß. Och, guck dir diesen dicken roten Kopf an. Ist ja nicht süß. Bist du mit diesem Pokémon zufrieden? Na, aber selbstverständlich sind wir damit zufrieden. Wie lautet denn dein Name? Auch hier nehmen wir wieder TC, ganz klar. Schöner, kurzer Name. T und C und damit... Ja, war's das auch schon? Ist TC richtig? Ja. Oh, wie es sich freut, süß. Schön, und welches Pokémon ist deine treue Partnerin? Wir kriegen eine Partnerin. Aber wir wurden nicht gefragt, wer wir sind, oder? Ich meine, wir könnten jetzt auch weiblich sein. Und wurden jetzt trotzdem eine Partnerin bekommen? Ich meine, ist denn unser Pokémon auch männlich? Stand das irgendwo? Nein, Pikachu nehme ich auf gar keinen Fall. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Ein Pikachu. Wie jetzt? Wurde... Was? Das wurde ausgewählt? Ist das jetzt per Zufall gewesen, oder? Na, ich würde aber lieber gerne mit Otaro spielen. Weil Otaro... Der ist immer so ganz süß. Kennt ihr das, wenn so Pokémon immer traurig sind und dann diese großen Kullertränen vom Auge runterrieseln? Oder sind die immer so knuffig? Ja, witzigerweise denken einige Frauen dann auch so. Die finden es auch immer ganz toll, wenn Männer anfangen zu weinen, weil die einfach dann so knuffig aussehen. Und deswegen... ja, ist das nämlich auch so, wenn ihr mal drüber nachdenkt, genau deswegen sind Frauen nämlich manchmal auch so fies. Die wollen einem nur zum Weinen bringen. Weil die das süß finden. Mehr ist es nicht. Ja, denkt mal drüber nach. Falls ihr schon mal in so eine Situation gekommen seid. Hm. Mal gucken, aber was mache ich denn jetzt? Nehme ich jetzt hier den... Pikachu? Ich meine, süß ist er ja auch schon und sonst spiele ich ja auch nicht mit dem. Aber wenn uns das Spiel das vorgibt, naja, dann spielen wir halt Pikachu. Mich würde jetzt mal interessieren, ob wir dann vielleicht auch ein anderes Pokémon hätten wählen können. Aber ich bin zufrieden. Es ist eine Partnerin. Tja, aber wie nennen wir sie denn? Wie nennen wir denn unser kleines Pikachu-Weibchen? Ach, dann nenne ich sie wie meine Katze, nämlich Nami. Ja, richtig gehört, Nami. Wie der One Piece Charakter. Warum? Naja, der ist schön kurz, hört sich auch süß an. Ja, das passt. Das passt immer zu dem weiblichen Charakter. Das nehmen wir. Ist Nami richtig? Na, selbstverständlich. Und auch es freut sich ganz so. Na, guck mal, die geben aber schon mal farblich gesehen ein schönes Gespann ab. Das gefällt mir. Bist du mit diesen zwei Pokémon einverstanden? Yep. Dann lass uns jetzt aufbrechen. Auf dich wartet eine Welt voller Pokémon. Dein großes Abenteuer kann beginnen. Na, und da laufen sie vom Himmel in ein riesengroßes Loch hinunter. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was passiert. Oh, wir haben sogar schon eine Viertelstunde um. Das ging ja wie im Fluge. Also das kam mir jetzt gerade mal vor wie 5 Minuten. So, der Spielstand wurde gespeichert. Alles Leben auf diesem Planeten, so erzählt man sich, entspringe einem einzigen Quell. Unsere Sonne genauso wie die Sterne. Die Luft, das Wasser und natürlich auch die Pokémon. Sie alle, so sagt man, gingen auf einen und denselben Ursprung zurück. Ja, wie alles, ne? Hat ja immer alles irgendwie seinen Ursprung. The Pokémon Company und Spike Chunsoft präsentieren... Oh, Super Metroid. Nein, natürlich nicht. Pokémon.
Deoxys. Ist das etwa... Ah, da kam irgendwas entgegengeflogen. Ist das etwa jenes legendäre Pokémon? Das ist also Rayquaza. Ich habe schon von ihm gehört. Aber er blickt, habe ich es nun zum ersten Mal. Es ist so furchteinflößend, wie alle sagen. Eines jedoch verstehe ich nicht. Es heißt, Rayquaza lebe in der Ozonschicht. Weshalb hat es sich wohl jenseits der Stratosphäre gewagt? Mystery Dungeon. Irgendetwas muss... Oh, das habe ich vergessen, das zu lesen, scheiße. Kapitel 1. Die Bewohner dieser Welt und ihr unerwarteter Besucher, der dann wahrscheinlich Deoxys sein wird. Oder ich, vielleicht bin ich ja auch der unerwartete Besucher. Wo bin ich? Mir ist, als hätte mich irgendjemand gerufen. Aber ich bin mir nicht sicher. Was geht hier nur vor? Ich kann mich an nichts erinnern. Ja, wie in den Teilen so üblich. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Wobei, wirkt auch ein bisschen gemalt. Oh, idyllischer Ort auf jeden Fall. Mit einem schönen Wasserfall. Direkt mal drunter springen. Auch wenn wir nicht wissen, wo wir sind. Wo bin ich? Was ist das hier für ein Ort? Aua, tut mir der Schädel weh. Nanu? Wo ist denn bloß meine Erinnerung hin? Es ist alles weg. Hat das wohl verloren irgendwo in irgendeiner Ecke? Etwa auch mein Name? Puh, zum Glück nicht. Wenigstens daran erinnere ich mich. Aber ansonsten kann ich mich an nichts erinnern. Warum nur? Bin ich denn schon wieder ein Pokémon? Wie in den Teilen zuvor? Hab ich vielleicht einen Durst? Hier muss es doch irgendwo Wasser geben. Nein, hier gibt's kein Wasser. Ah, dort. Glu, glu, glu. Tut das gut. Jetzt geht es mir schon viel besser. Wer hätte gedacht, dass Wasser so unglaublich gut schmecken kann? Ja, stilles Wasser, gesundes aus der Natur schmeckt ihr doch am besten. Und mein Puls ist zum Glück auch wieder im Normalbereich. Der hat seinen Puls gemessen. Ja, okay, hat er wohl. Ist ja auch ungewöhnlich. Da ist man schon bewusstlos, steht auf und auf einmal ist der Puls ganz weit oben. Nanu, was spiegelt sich denn da im Wasser? Oh, Flemmi, süß. Denk dran, du bist ein Feuer-Pokémon. Wenn du da reinfällst, dann war's das. Hä? Was ist das? Das kann doch gar nicht sein. Bin ich allen Ernstes zu einem Pokémon geworden? Was? Warum? Warum schon wieder ich? Lonlun! Zing, zing, zing! Zing, 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 zing! Was ist denn auf einmal? Oh, die haben mich gehauen. Wieso hauen die mich? Ah! Was soll das plötzlich aufhören? Ja, flüchte, Flemmi, flüchte! Vor allem, das sind doch bloß drei. Mach eine Attacke. Achso, der weiß ja gar nicht wahrscheinlich, wie das geht. Schnauf, schnauf. Hilfe, so hilft mir doch jemand. Ah, dort drüben. Oh, der sieht ein bisschen keck aus. Huch, ist alles in Ordnung? Was hat dich denn so dermaßen in Aufregung versetzt? Das Pokémon hat gesprochen. Huch, habe ich dir etwa einen Schrecken eingejagt? Oh, das tut mir leid. Ich heiße Bladas. Keine Sorge, alles ist gut. Nun beruhig dich erstmal. Ach so. Jetzt, wo ich ein Flemmi bin, verstehe ich sowohl auch die Sprache der Pokémon. Mysteriös. Nanu? Zing, 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 zing. Klatsch, klatsch. Ah, wie? Was soll das denn jetzt? Oh, Patsch. Ich habe Angst. Schnell, Flemmi, folg mir. Ja, na, wenn das so weitergeht, dann brauchen wir bloß immer alle paar Meter ein neues Pokémon sammeln und dann ist ja auch gut. Huch. Wenn das vor uns mal kein mysteriöser Dungeon ist. Lulun, lulun. Du meine Güte. Augen zu und durch. Wir haben keine andere Wahl. Da hat er recht. Da müssen wir auf jeden Fall abhauen. Einstiegsfahrt. Und da geht's auch schon los.
Diese mysteriösen Dungeons machen ihrem Namen echt alle Ehre. Jedes Mal, wenn man sie betritt, ändert sich ihr Aussehen und man findet andere Items. Und die Pokémon hier sind total gereizt und greifen einen ohne jegliche Rücksicht an. Naja, ich meine, so wie die Lunlun vorher, ne? Die haben uns ja auch ohne Rücksicht angegriffen. Also genauso gefährlich wie draußen auch. Wenn du erstmal in so einem Dungeon bist, ist es schwer, wieder rauszukommen. Du musst die Treppe finden, um dich von einer Ebene zur nächsten vorzuarbeiten. Spüre also die Treppe auf und nimm dich dabei vor gegnerischen Pokémon in Acht. Ich gehe voraus, also folge mir und weiche nicht von meiner Seite. Na, er geht in einem ganz gechillten Tempo nach vorne. Da ist er eins, ein gegnerisches Pokémon. Anscheinend schläft es gerade. Wenn es aufwacht, greift es uns sicherlich an. Das kann übel ausgehen. Wir müssen Attacken einsetzen, um es zu besiegen. Überlass das fürs Erste ruhig mir und schau gut zu, wie ich das mache, denn Bladas ist einfach mal komplett stark. Oh, 47 Schaden hat er schon gemacht. Setzt Finte ein. Oh, da sehe ich schon wieder diese Leiste. Es sieht so aus, als ob wir hier diese Angriffe schon wieder stärken können. Oh. Das war nämlich im letzten Teil ein bisschen ätzend. Habe ich auch gar nicht gemacht. Also ich habe das Spiel ja auch dann so geschafft und ich habe nicht einmal irgendeine Trainingseinheit in eine Attacke investiert. Habe ich gar nicht eingesehen, warum man das machen sollte. Oh, schau an, noch eins. So, jetzt bist du in der Reihe. Und ich schau dir dabei auf die Finger. Ja genau, warum denn auch zusammen ein Monster angreifen? Nähere dich bis auf einen Schritt an das gegnerische Monster an. Und dann halte einfach L gedrückt und wähle die Attacke aus, die du einsetzen möchtest. Naja, dann gehen wir doch mal hin. Ah hier, Ruckzuckhieb, Fußkick, Glut. Glut ist immer gut. Ist ja auch ein Feuervogel und Dodo wurde auch schon besiegt. Ja, genau so. Jetzt hast du den Dreh raus, mein Freund. Ach übrigens, falls du eine Attacke zu oft einsetzt, brauchst du alle ihre AP auf. Dann bleibt dir nichts anderes übrig, als mit A anzugreifen. Also ein ganz übler, normaler Standardangriff. Da Angriffe mit A jedoch nur wenig Schaden anrichten, solltest du deine AP schonen. Schonen Jump. Oh, eine Sinnebeere. Huch, da liegt ja ein Item. Items am Boden kannst du aufsammeln, indem du dich über sie hinweg bewegst. Versuch's doch am besten gleich mal, mein Freund. Und zack, da haben wir eine Sinnebeere. Ja, was macht die, wenn wir die nehmen? Regenerieren wir einfach ein paar HP-Punkte. HP, wenn ihr unten auf die rechte Zeile guckt, das sind die blauen Balken. Wir haben 41 HP-Punkte, Blanas ist ein bisschen stärker anscheinend und hat schon 65. Super, genau so. Okay, weiter geht's. Also ich muss auch bisher nichts machen, das Spiel führt mich hier doch ein wenig einfach durch die Dungeons. Klasse, wir haben die Treppe gewonnen. Treppen wie diese hier befördern dich in die mysteriösen Dungeons von Ebene zu Ebene. Naja, dann gehen wir doch mal dahin. Weitergehen? Na, aber Logo. Einstiegsfahrt U2. Nano? Ob die uns wohl immer noch auf den Fersen sind? Das Beste ist wohl, wenn du vorangehst, während ich dir von hinten Deckung gebe. Du machst das schon. Näheres zur Steuerung des Spiels findest du im Menü unter Sonstiges. Aber wir sind ja schon alteingesessene Hasen. Hier, wenn wir B gedrückt halten, können wir nämlich hier auch durchflitzen. Sind wir ein bisschen schneller. Das sind Heilfelder. Falls wir mal so eine Stärkung oder Schwächung haben von ATK, Defense oder was auch immer, können wir da drauf gehen und dann wird das wieder neutralisiert. Ne, kenne ich also schon. Überhaupt kein Problem. Aber für die, die es halt noch nicht kennen. Oh, Konfusion. Jetzt hat er schon 7 Schaden gemacht. Jetzt könnte ich mal zurückweichen und versuchen, dass Blanas sich um den kümmert. Mache ich auch mal. Er setzt Finte ein. Ja, und die Strategie, die scheint auch hier am besten zu sein. Habe ich jetzt da drüben was verpasst? Ich hoffe nicht. Naja. Da kommt schon ein Hut. Ja, jetzt haben wir gerade eine Angriffsschwächung bekommen. Weil das Hut ja einfach so machen kann. Und jetzt können wir eben auf das Feld zurückgehen und dann wäre unsere Angriffsschwächung auch wieder weg. Ich kann da mal probieren. Ja, zeige ich euch mal. Wenn wir schon mal hier am Einstieg sind,
Level, dann können wir auch mal hier drauf gehen. So, und schon alles wieder positiv. Ja, Blanas kümmert sich um den Rest. Das ist sehr nett von ihm. Sparen wir unsere Kräfte. Aber wenn der schon so stark austeilen kann, dann hätte er doch diese Gegner am Anfang doch schon längst besiegen können. Die kenne ich aber vom Namen her nicht. Und da kann ich auch so lange Pokémon spielen, wie ich will. Ich werde da niemals alle 720 Pokémon mir erlernen können, wie die mit dem Namen heißen. Aber hier diese Dodos und Hudos und so weiter und Blanas, das kennt man alles noch. So, Fleckneul. Schläft ganz ruhig. Dann lassen wir ihn auch im Schlafmodus. Und wir gehen weiter in die nächste Ebene. Ja, möchten wir schon speichern? Na, warum nicht? Ich denke mal, für den ersten Part... Ach, nee, machen wir nicht. Hier, komm, wir machen einfach weiter. Wir speichern zwar, aber wir spielen noch ein bisschen weiter. Es ist zwar schon spät, wir haben es jetzt 12:30, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt gar keinen Bock, hier aufzuhören. Der schlaucht ganz schön, was? Wir sollten ein kurzes Verschnäufpäuschen einlegen. Aber sag mal... Die Pokémon, die uns vorhin aus heiterem Himmel angegriffen haben, das waren doch Megalon. Wenn mich nicht alles täuscht, oder? Warum haben sie es auf dich abgesehen, mein Freund? Hast du ihnen irgendetwas getan? Kinder wie du sollten ihre Grenzen kennen. Da hast du mir ja was Feines eingebrockt. Kinder? Wie ich? Sehe ich für die Pokémon hier etwa wie ein Kind aus? Aber egal, es gibt jetzt Wichtigeres. Oh, da hat's mit dem Fuß gezuckt ein bisschen, habt ihr gesehen? Du hast also keine Ahnung, weshalb sie dir auf den Fersen sind, Okay. Hä, was sagst du da? Du erinnerst dich an gar nichts? Du weißt nur noch, dass du Tesi heißt? Und dass du in Wirklichkeit kein Pokémon bist, sondern ein Mensch? Alles andere ist aus einem Gedächtnis gelöscht? Hä? Ein Mensch? Sing, 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 sing. Dieses Lachen eben. Das sah ganz nach dem Licht der Megalon aus. Los, wir müssen weg. Nichts wie weg. Ja, und dann gehen wir auch schon wieder in den nächsten Teil. Und tatsächlich sind wir auch schon in einem komplett neuen Gebiet. Ein Wald. Hey, Keuchschnauf. Wir müssen unsere Verfolger ganz schnell abschütteln. Aber Eile und Hast sind in mysteriösen Dungeons nicht unbedingt die besten Berater. Denn was du vor allem über mysteriöse Dungeons wissen musst, ist, dass sich deine Gegner nur dann bewegen, wenn du einen Schritt machst. Wenn du einen Angriff ausführst, wird der Gegner wahrscheinlich das gleiche tun. Andererseits heißt das aber auch, dass sie dir nichts anhaben können, wenn du nichts tust. Lass dich also nicht... aus der Ruhe bringen und überlege dir deine nächsten Schritte genau. Merke das, mein Freund. Ja, auch das absoluter Standard. So, er sagt noch einem Pokémon. Ich führe einen Übungsschlag aus und warte, bis dein Gegner auf dich zukommt. Wenn er dann in deiner Nähe ist, kannst du einen gezielten Erstschlag landen. Kannst du mir folgen? Dann gib gut Acht. Ja, es hat er... einfach nochmal gezeigt, wenn wir jetzt also schlagen, dann macht ja der Gegner einen Move. Das ist für uns eine ganz gute Taktik. Wenn wir sehen, der ist jetzt zwei Felder vor uns, brauchen wir nur einen kleinen Schlag zu machen. Ja, und dann kommt der halt näher und wir können dann zuerst angreifen. So einfach ist das. Du hast dich ja schon dran gewöhnt, was? Versuch's doch jetzt am besten gleich mal selbst. Führe mit A einen Übungsschlag aus und dein Gegner wird sich dir nähern. Und zack, A haben wir gedrückt. Ja, genau so. Damit lockst du den Gegner in deine Nähe. Und jetzt können wir den mit Glut verbrennen. Ach, 11 Schaden nur, das ist ja nichts. Und der macht 14. Oh je. Wir machen mal Fußkick mit Konfus. Und er führt uns weiter. Oh, schau mal, auf diesem Pfad hier versperrt uns kein Hindernis. Zumindest den Weg. Gerade Strecken wie diese eignen sich bestens für einen Sprint. Drücke Steuerkreuz, während du B gedrückt hältst, um zu laufen. Schau dir erstmal an, wie ich das mache. Dann mach's mir nach und komm hinter mir hergelaufen. Ungefähr so, hast du gesehen? Dann zeig mal, was du drauf hast und lauf her zu mir. Ja, also B gedrückt halten,
Und schwupps, da sind wir auch schon. Aber irgendwie stehe ich dir jetzt hier im Weg, wie? Steht dir ein Mitstreiter im Weg, kannst du ihn einfach wegschieben. Versuch's mal, drücke einfach Steuerkreuz. Ja, mach mal. So, und weggeschoben. Okay, okay, ich sehe schon, du hast es verstanden. Oh, es gibt eine Magenanzeige. Sehr schön. Wir müssen wieder unseren Magen füllen mit Essen. Von dieser Richtung aus geht ein Weg nach Norden und einer nach Süden. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die nächste Treppe nördlich von hier liegt. Lass uns deshalb dem nördlichen Pfad folgen. Ja, den machen wir das doch mal. Na super, Sackgasse, klasse. Entschuldigung, Entschuldigung. Eine Sackgasse. Da hat mich mein Bauchgefühl wohl im Stich gelassen. Apropos Bauchgefühl. Hast du schon was gegessen? Wir verlieren Anzeige von unserem Magen. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wir müssen kehrt machen. Boah, naja, wie du jemanden wegschiebst, das weißt du ja jetzt. Du kannst aber auch einfach jemanden vorbeigehen, ohne ihn wegzuschubsen. Drücke einfach Steuerkreuz, während du B gedrückt hältst. Genau wie beim Laufen. Oh Gott, also seine Stimme kratzt ganz schön an meinem Hals, muss ich mal sagen. Finde ich ja überhaupt gar nicht gewohnt. Okay, ja, wir müssen jetzt B drücken und er sagt, wir müssen aus Süden. Jetzt werde ich mal das ein bisschen überspringen, weil der hat ja auch nur Tutorial-Tipps. Hat zur Story gar nichts weiter beizutragen, was ja schade ist. Und unter Sonstiges können wir noch ein paar Sachen nachgucken. Uninteressant, wir kennen das meist ja schon. Also, was haben wir gelernt? Wir können unsere Mitstreiter wegschieben und wir können die, wenn wir B gedrückt halten, ja, die Plätze tauschen. Sieht so aus, als hätten wir die Megalon fürs Erste abschütteln können. Aber es ist noch zu früh, um sich in Sicherheit zu wiegen. Geh du bitte wie gehabt voraus, während ich dir den Rücken frei halte. Oder anders gesagt, das Elend von hinten beobachte. Beim kleinsten Anzeichen für die Gegenwart der Megalon schlage ich Alarm. Na, da wird er wahrscheinlich auch bald Alarm schlagen. Jetzt haben wir hier einen Apfel gefunden. Das ist nämlich das Schöne. Habe ich auch ein bisschen vermisst, weil das die Dungeon-Läufe etwas interessanter gestaltet. Wir haben jetzt nämlich die Möglichkeit, mit solchen Äpfeln unseren Magen zu füllen. Und ihr seht ja, da gibt es eine Magenanzeige. Wenn die nach unten geht und auf 0 ist, dann sind wir nämlich auch K.O. Boah, schön daneben. Ja, das muss man wissen. Da seht ihr es. Wenn ich jetzt X drücke, komme ich ins Menü und da seht ihr oben rechts, da ist die Magenanzeige 82. Ja, das reicht noch locker aus, um hier durchzukommen. Ist ja sowieso nur ein Tutorial-Dungeon. Ja, das ist ein Top-Elixier. Wenn wir jetzt hier, wir drücken hier L und können uns ja hier Attacken aussuchen. Wenn wir jetzt aber keine Punkte mehr haben für eine Attacke, da steht zum Beispiel bei Glut 13 von 15, weil wir es ja schon zweimal benutzt haben, dann können wir mit diesen Tränken das Ganze wieder auffüllen. Und haben eben sofort wieder komplette Angriffspunkte, AP. So viel erstmal dazu. Ja, dann greifen wir das Monster hier auch nochmal kurz an. So, da ist es auch schon weg. Wombol wurde besiegt. Und da ist auch schon die Treppe. Ja, da gehen wir auch direkt rein. Wir sind im immergrünen Wald, Etage 3. Oh, da ist ein Samen. Mal gucken, was das für ein Samen ist. Ein Mini-Belebersamen. Das kenne ich ja gar nicht. Was macht denn der Mini-Belebersamen? Da gibt es keine Erklärung. Das ist ein neues Item und wir kriegen dazu keine Erklärung. Das ist ja witzig. Naja, dann ist das so. Weil der Belebersamen selber, der wiederbelebt uns, wenn wir jetzt durch einen Gegner in den kompletten, ja, Todeszustand, oder besser gesagt, bei Pokémon heißt ja nicht Todeszustand, sondern K.O. Wenn wir da K.O. gehen durch einen Gegner, na, dann können wir uns zumindest ganz schnell erholen durch diesen Belebersamen. Aber was denn der Mini-Belebersamen macht, boah, ich habe keine Ahnung. Das war schon wieder ein Gegner. Hydragil, darauf wäre ich jetzt auf keinen Fall gekommen. Und wir haben schon wieder einen Mini-Belebersamen. Das muss ich mir jetzt mal angucken, weil das kenne ich nämlich nicht. Liegt er im Beutel, wird ein kampfunfähiges Pokémon wiederbelebt. Aber weder AP noch Magen werden aufgefüllt. Ah. Der Verzehr bringt keine besondere Wirkung mit sich. Verwandelt sich im Anschluss in einen Samen. Naja, dann können wir ja zumindest noch mal ein bisschen nutzen, um doch Magenpunkte aufzufüllen.
Die Frage ist, mit wie viel HP-Punkten er uns wiederbelebt. Also AP keine und Magen auch nicht. Das dann also dann die Mini-Version. Okay, muss man ja wissen. Na, bleibt er jetzt vergiftet? Das wäre ja auch mies. Weil in den anderen Teilen war es doch bisher so, dass die irgendwann auch nach einer gewissen Zeit sich selbst geheilt haben, oder? Naja, wenn nicht, müssen wir einfach auf seine HP so ein bisschen gucken. Und wenn die dann fast unten ist, sollten wir ihn mit einer Sinnebeere heilen. Da ist auch nochmal eine, die nehme ich noch mit. Der Magen wird auch weniger. Oh, hier, was macht denn da so ein Schallquapp? Tja, mit Glut werden wir da wenig reißen können. Machen wir einen Fußkick. Oh, 5 Grad mal und 51. Der hat's ganz schön drauf. Da ist noch ein Item. Ein Apfel, den nehmen wir noch mit. Und eine Treppe nach oben. Wird wahrscheinlich 5 Dungeons haben. Oh, was ist denn das? Liegen da Stöcker rum? Ja, super schön verlangsamt. Und Pikulente. Oh, das war auch schwer im letzten Teil, den zu fangen. Warpzweig. Und ein Erstarrzweig. Also sind es keine Samen, sondern hier heißen die Zweige. In den älteren Versionen haben wir viele Samen gehabt, die bestimmte Fähigkeiten hatten. Also Warpsamen oder Erstarrsamen. So, der Warpzweig, was geschwungen, wenn das Pokémon eine Blickrichtung und dessen benachbarten Pokémon, das habe ich jetzt nicht so richtig lesen können, an einen anderen Ort auf der Ebene. Also den kann ich wohl benutzen, damit schieße ich wohl auf einen Gegner und dann wird er halt irgendwohin teleportiert. Wird er geschwungen, werden das Pokémon in Blickrichtung und dessen benachbarte Pokémon, mit Ausnahme des Trägers. Ach geil, das ist also nicht nur auf einen Gegner anwendbar, wenn also jemand vor uns steht, so eine richtige Gegnergruppe, dann denke ich sofort an Monsterräume, dann können wir die komplett überall hin warpen. Geil. Ja, und der Erstarrzweig, wahrscheinlich genau das gleiche, nur halt, dass er nicht die Warpfähigkeit hat, sondern einfach nur, da steht's, die Gegner versteinert. Das Pokémon in Blickrichtung, in den Zustand Versteinerung. Aber das betrifft nur ein Pokémon. Okay, das muss man wissen. Das muss man wissen. Wieder ein Warpzweig und ein Apfel. Und da sehen wir auch schon unser erstes kleines Häufchen Geld. P ist die Währung dieser Welt. Ja, können wir eben sammeln und dann ein paar Sachen davon kaufen. Entweder Heil-Items oder mal gucken, was es noch so gibt. Ich fand ja in der Erkundungsteam-Zeit ist ganz cool, dass man so eine speziellen Items sammeln konnte, die Attacken oder die Pokémon selbst stärken konnten. Jetzt haben wir Magen 50 erreicht und da wir genug Äpfel haben, ja, nehmen wir doch mal einen. Und da sind wir schon auf 100. Ob die jetzt 50 genau geben, keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es einen Apfel 60, 70 oder 80. Könnte ich mir vorstellen. Ob das stimmt, keine Ahnung. Hätten wir ja in der Beschreibung mal nachlesen können. Aber ist erstmal nicht so wichtig. Unser Ziel ist es, ja, den Pokémon auf jeden Fall erstmal auszuweichen. Okay, jetzt haben wir hier 40 Minuten gespielt. Hier gibt es auf jeden Fall erstmal einen kleinen Break. Vielleicht sind wir danach in der Stadt. Aber das werden wir im zweiten Teil dann sehen. Macht auf jeden Fall Bock auf mehr, aber ist ja am Anfang immer so. Das war bei Final Fantasy Explorers, was wir ja im letzten Teil schon gesehen haben. Für die, die es nicht gesehen haben, naja, guckt es euch an. Letzte Teil reicht auch erstmal aus. Und ja, das war wie gesagt Mau. Hat auch am Anfang Spaß gemacht, wurde hinten aber immer schwächer. Und hier kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das schwächer wird. Von der Grafik her gefällt mir das schon mal. Ich finde auch den Flamely als Hauptcharakter sehr, sehr cool. Voll süß, habe ich noch nie gespielt. Ich habe sonst immer Otaro gehabt, der war ganz knuffig. Und Flamely, guckt euch mal seine Augen an. Wenn da so eine Träne runterrieselt, hey, dann kannst du den ja auch nur knuffen. Und mit dem kleinen süßen Schnabel, den möchte man ja auch gar nicht, ja, großartig stärken, dass der sein optisches Aussehen ändert. Also eine Evolutionsstufe nach oben. Nein, das möchten wir gar nicht. Der soll immer so klein und süß bleiben. Ja, und in diesem Sinne verabschiede ich mich erstmal von diesem Teil. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann im nächsten Teil schaltet wieder ein. Macht's gut. Tschüss.